Kein Mensch ist am Start. Was ist da los, Leute? Schon zu viele Kabel hier, Mann. Ist es dieses Minze pur? Das ist Minze mit guter Traube. Traube, Minze wie früher. Regnane. Und Minze ist dieses, was er uns extra gegeben hat. Nee, das habe ich noch nicht probiert. Das ist extra Minze, das brauchst du gar nicht mischen. Das Minze, nur Minze wäre auch geil, aber ich glaube, das wäre für dich zu heftig. Oh Leute, wir sind wieder da, Mann. Eskalation. Stream, Chat, was geht ab? Was geht? So, heute wieder Primetime, only Twitch. Was ist los, Alter? Nicht so mit dir. Spanisch ist wieder da. Spanisch kriegt immer wie immer softig, Alter. Nach Parfümler. Dass ihr mal heute Abend heute lustiger seid wie ich, echt krass. Und wieso? Was hast du dir lasern lassen? Mein Körper. Hast du Haare? Ja, Mann. Oh. Es hat so weh getan. Hast du entweder, es brennt ja die Haut. Ja, ja, Alter, echt heftig. Kommt so. Oder kommt sogar drauf was? Ich hab wie oft gezuckt. Und es waren bestimmt 1000 Stücke. Was mit Tati? Ja, kommt noch. Ja, der hört jetzt aus. Oh kommt mein schon. Gott. Tati, Mann, echt verrückt. Lang nicht mehr gesehen. Ja, Mann. Jetzt kannst du doch mal sagen. Hey Leute, original, ich schau hier gerade rein. Ich schau nach Brati natürlich, Wassermelone, Beste. Ich sehe da so ein Kindergetränk. Ich dachte, das Barbie, original, wie es auch schon. So künstlich ist sie geworden, oder? Ja, schön, David, das ist hier, ich trinke mir noch ein Pino. Heute die Marke, wer wird's erraten? Versace. Preis-Leistung, wirklich sehr gute Parfums, Leute. Versace. Es gibt echt viel Bullshit, aber jetzt kommen diese Superstars. Versace. Der ist auch schon mal, schau dir mal an, farblich und alles. Türkis schon, gell? Der ist zu heftig. Oh, the Parfum. Gib dir mal rum. Kann einfach nur schöner sein. Nicht schön, ne? Oben. Echt heftig. Oben. Das muss falsch sein für die Kamera. Das ist ja für mich. Du machst doch für die Kamera schön, ne? Wer sind die, Mann? Haben die überhaupt schon angefangen zu kämpfen? Die sind jetzt bei... Luzaro und Raffi austicken gegen Bohnensuppe. Wir sind jetzt bei der Insel angekommen. Oh, eins. Oh, Chini Busch. Eins weit noch. Das dauert ja noch ewig, Alter. Wie Folgen bist du noch mal voraus? Anime? Keine bestimmt 30. 30 nur? Ist ja gar nicht so gut. 30, 40 oder so. Was ist das? Über ein halbes Jahr voraus, wenn jede Woche eins kommt. Das stimmt, das ist ein Thema. Ich hab's einmal gemacht, dass ich vorgeschaut habe. Das hat, glaube ich, auch ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder auf Anime schaffe. Warst du noch nicht so weit weg, Sascha? Die sind jetzt gerade erst angekommen, das heißt... Die sind jetzt angekommen. Der meint nicht so weit weg. Ja, doch, aber schon. Doch, das passiert doch endlich, Mann. Die laufen erst... Ich weiß doch gar nicht. Doch, die laufen doch erst jetzt diese ganze Festung hoch. Ich habe einmal Anime geguckt. Weil Kai ist ja ganz oben. Einmal ganz nach oben. Und dann habe ich den Anime... Und dann kommen noch gewisse Personen. Dann habe ich den Anime angeschaut. Ich so, Alter... Oh mein Gott, wer kommt? Aber ey, sag mal still jetzt, Alter. Okay, sag mir eine Sache, soll er sagen? Nein, er soll gar nichts sagen. Ja, dann mach deine Ohren zu. Ich will echt eine Sache hören. Geh raus. Spoiler mich, ich bin echt zu. Spoiler nicht, Mann. Wie findest du den? Was riechst du da so? Boah, keine Ahnung. Döner nach gerade meine Finger. Oh mein Gott. Ist das der Bote? Mhm. Der war auch in einer Videos von Monte. Monte? Monte hat den Duft auch. Monte wurde einfach so gedisst von ABK. Ich check nicht, was mit ABK. Ich glaube, Trinex hat recht, das ist irgend so ein Teil. Ich weiß nicht, aber das ist so. Experiment so. Durch Beef wie Farid Bang zu zeigen, wie viel Klicks und so. Er ist mega unlogisch. Trinex hat ihn nicht. Er hat gegen Sascha, Trivex und Monte geschossen. Ja, so unnötig. Und Monte war sehr merkwürdig, hat irgendwie reagiert. Eher passiv. Ja, doch. Der Top, das ist mein Lieblingsfavorit bisher. Dunkelblau. 40 Kapitel. Das ist ein Klassiker. Dieser Duft ist blumig und
würzig. Die Kombo gibt es eher selten. Immer noch dunkelblau für mich. Das ist schon sehr frisch. Super schön. Das ist mein Fitnessduft. Boah, das ist Superstar. Versace Eros, ein Clubbing-Duft. Der riecht schon krass, oder? Der riecht für mich nach teurem Marmorstein irgendwie. Riechst du's? Nein, nein. Oh, ja. Der hat was. Das hat dieser Eros Flame aber auch. Sonst braucht mir gerade irgendwie gar kein Tritt. Ja, doch. Das ist mein Favorit. Und dann der. Krass. Und dann der. Du hast genau die beiden gesagt, die man auch wirklich von der Reihe benutzt. Der ist für Alltag und so, Office, Arbeit. Der ist für eher rausgehen, Date, dies, das. Das sind genau die bekanntesten. Gott, Sascha, wieso disst du ihn so? Wer hat wo Fake Parfum? Auf Toiletten immer in diesen Filmen, also sehr gut. Wenn jemand auf Toilette geht und dann steht einer da und spielt dann so. Echt? Ja. Aus noblen Clubs. Noblen, ja. Noblen Clubs. Du hast ja auch mit Handtüchern. Nicht so mit Papier, sondern mit noblen Handtüchern. Und dann kriegst du auch, steht auch immer so Parfum. Da gibt's so, so hier. Ja, Mann. Oh mein Gott, Tatjana. Oh, das ist Tante, mein Freund, was geht? Hast du eigentlich Tisch, oder was? Ja. Shit. Genau. Also, fühlt sich nicht wie eine Ewigkeit an, sehr ehrlich. Was? Ja, aber ja, man, ey, was? Das waren auch zwei Monate, wenn ich schon gemacht. Die war schon echt lang. Ich hab keine von euch so. Tepper, ne? Shit, Tati von der Arbeit, gell? Ja, heute Geburtstagsfeier. Scheiß drauf. Auf Tatis Rückkehr, Leute. Ja, auf Tatis Rückkehr, Mann. Auf Tati, Alter. Auf Fontane, Alter. Und natürlich auf Sascha, Alter. Und auf Cardano, wie lange Zeit? Auf Cardano, wie stark ist Cardano gestiegen, Mann? Die Selbstkraft gestiegen, Alter. Selbstkraft 40-50%, das ist ein Shitcoin, Alter. Selbstkraft. Das war Cardano Beste, Mann. Das war ein ungesunder Anstieg. Ich hab mal gesagt, Cardano Beste. Ich hätte noch Cardano besetzt, glaub ich. Endschlecht. Gar kein Cashflow. Zum Prozent. Einmal, es tut uns leid, setzen Sie sich mit dem Versender in Kontakt. Die Uhr wird zerstört. Ich habe die E-Mail noch da. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu reden darf oder was. Aber einen Teil der Uhr hast du ja. Die habe ich vergessen mitzunehmen. Die wollte ich auch mitnehmen. Die schaut doch nicht fake aus, wirklich. Ja, schaut echt nicht aus, ne? Wirklich nicht fake ist sie. Okay, warte, also. Der Typ hat sie geschickt aus China. China, zertifizierter okay. Händler, ja. Okay, der hat sie geschickt, Zoll hat es abgefangen. Er hat mir zwei Sendungen geschickt. Und Zoll hat Rolex dann Bescheid gegeben, oder wie? Oder wie? Zwei Sendungen. Ja, ja, habe ich verstanden. Ist du mach normal, er hat zwei geschickt. Okay. Eine habe ich erhalten. Ja, yeah. Und eine hat Zoll abgefangen. Box, Armband mit Papier hat abgefangen und so, hey. Und dann haben die Rolex Bescheid gegeben und die haben einen Prüfer geschickt, oder wie? Ja. Und der Prüfer hat gesagt, das ist fake, das wird jetzt zerstört. Ja. What the fuck? Das hat mir aber FedEx schon gesagt, es kann sein, okay. Mit der Markenrechtsverletzung, dass es zerstört wird. Die Uhr ist nicht fake und so, also ich weiß sowieso nicht. Es gibt ja keine Blockchain, Rolex. Wie wäre es mit einer Blockchain, mit einer Zahl, wo man es. Ja, aber wenn der Prüfer schon kommt und sagt, das ist gefälscht. Ja, es kann auch sein, weil es nicht zusammen ist und Rolex mega streng ist und das einfach, wenn nicht zusammen ist, immer zerstört wird. Deswegen habe ich dir ja gesagt, das kann es kann sein. Nicht sein, dass eine Rolex-Uhr. In Einzelteile kommen, weil du musst. Ja, aber er hat es gemacht. Ich habe gesagt, schick mir einen, mach alles dicker. Ich weiß, du musst noch 20% draufzahlen. Er hat es gemacht, damit ich nicht Zollgebühren zahle. Ist doch egal. Du kannst alleine als Privatperson keine Rolex zusammenbauen. Du kriegst da keine Garantie drauf, wenn irgendwas kaputt ist. Die ist von Rolex, die Uhr. Ja, also. Ich weiß, es ist auf zwei gesetzt. Aber lass sie doch checken jetzt. Schau, die Uhr war zusammen. Ja, aber das kann nicht sein, dass er es abmacht.
Natürlich kann es sein, man kann es verlieren. Es muss der Rolex-Händler selber machen. Du musst so irgendwo in einem. Muss es nicht. Wenn du einen Diamantbesitzer vertraust, kann er es auch machen. Ja, das ist ja das. Du gehst auch nicht, wenn du. Ja, du bist voll auf der Schiene, 100% alles Rolex. Nur auf der Schiene bist du. Nein, es muss. Allein das, die das Rolex ist das normal. Rolex geschickt worden. Das ist wie mit Lego, sobald die denken, es ist was fake, lassen die das erstmal bei sich prüfen und dann. Genau. Genau. Fuck. Wenn der sagt, es ist nicht echt, dann ist wahrscheinlich auch nicht echt. Heute lass uns Rolex sagen gehen. Ich gehe mit der Hälfte, ich glaube wirklich zu über 80-90%, die ist echt. Okay. Das kostet Geld. Prüfen zu lassen? Mhm. Ja, okay. Wie viel kostet das? Auch 350 oder so. Na echt? Die? Ich glaube, das ist kostenlos, wurde mir gesagt. Nein, das ist alles Geld. Die lassen wer ist Wempe? Wo ist Wempe? Wempe ist einfach ein Laden, wo Uhren verkauft. Und der kannst du auch überprüfen? Der kannst du überprüfen lassen, glaube ich, aber das kostet alles Geld. Die überprüfen die einfach. Ich habe gehört, die, oder was ich gelesen habe. Weil du gehst, wenn du reingehst, wenn du reingehst, hast du hinten einen Raum, wo wirklich, also alles gesichert, wo ein Typ mit Kittel und so drin steht und wirklich dann die Uhren zum Beispiel, wenn das. Wir suchen einfach mal Gebauer. Also, wenn du zum Beispiel einen Teil hier rausnimmst, oder Uhr, der Handgelenk. Du hast Beef mit Gebauers Frau. Du hast Beef mit Gebauers Frau. Alter, hab ich euch nicht erzählt? Nein. Ich habe doch die erste bei Gebauer bestellt, dann kam sie falsch und so. Okay. Und ich habe euch nicht die Story erzählt. Also ich habe der Mann ist der Rolex. Was? Mag ihr was vor, wie jetzt hier? Peach. Wie kostet so eine Dose? 1 Euro, was glaube ich. Wie fandest du sie? Nicht so gut. Was ist das jetzt? Peach? Blaubeere war ganz gut. Dirty. Alter. Dirty. Hey Mann. Ich bin dirty. Schmeckt's? Der Nachgeschmack endschlägt. Voll Papier. Ja, ja. Hab ich auch gesagt. Was hast du gesagt? Dass der Nachgeschmack nicht so geil ist. Weil Brattee, das Geile ist, das hat nicht diesen ekligen Eistee-Nachgeschmack. Ja, ja, der hat ja. Und ja, der hat diesen typischen Eistee-Bäh-Pappe zu süß Nachgeschmack. Brattee ist um Welten besser einfach. Ich sehe auch endlich Brattee draußen, echt? Ja, schön da alles. Einfach so Kinder und so, die sind normal. Brattee ist so eine fetten Pack. Gammel, ja, aber die irgendwo Gammel und aber Brattee. Die gibt es halt schon überall zu kaufen. Ja, die hat jetzt schon jeder. So echt Döner rechtfertigt. Sogar Shisha-Laden und alle machen das jetzt. Alle, ja. Alter, es gibt eigentlich auch mal was raus. Das wird doch jetzt geil. So erst mal unser Musikvideo und dann können wir schon. Ey, das wird richtig krass. Auch alles dabei. Ja, natürlich. Das wird richtig krass. Hast du jetzt getrunken? Wie ist dein Feedback? Ja, geht schon. Ich würde es mir nicht kaufen. Also, ja, Mann. Gibt es bessere Eistees auf jeden Fall. Geschmacklich ist der hier echt lecker. Der Blaubeer schmeckt auch noch Blaubeer, aber wäre jetzt kein Eistee, wo ich mir echt kaufen würde, wirklich. Also ich hole mir auch immer, wenn wir einkaufen gehen, immer Brattee, immer. Brattee zu mächtig. Also. Das ist echt gut, Mann. Wirklich. Von der Süße her und vom Geschmack her. Echt, echt gut. Wir haben noch John Brooks Eistee. Habt ihr den schon probiert? Was? Ja. Hat der auch Eistee? Ja, sucht die von John Brooks. So krass hab ich gar nicht mitbekommen. Der schmeckt auch nicht. Die schmeckt auch nicht so. Der von einem YouTuber da, oder? Auch tot, muss ich sagen. Der einzige, der APK verteidigt. Ja, ja. Momentan. Jump Bro. Diesen LTNC Bros war doch ein Scheißmann. Ah, Trimax hat ihn doch echt gut zerstört, finde ich. Voll auf sympathische Haare. Ich weiß nicht, wie die ausschauen. Ich weiß nicht, wie Monster ausschaut. Und Unge. Auch weiß ich nicht. Der Rest wird keine Ahnung. Schütze da auch nicht. Oh ja. Das ist ja wie Ding, Mann, wie Karton oder sowas. Oder? Wie Papier. Ja, Mann, so wie Esspapier, Mann. Wie Esspapier. Nein, ist es. Das ist eine Würzung, das ist gar keine Würzung. Das ist wie dieses, als würdest du diese Serviette essen. Aber der Geschmack war Katastrophe. Ja, mega. Mega fein. Ja, ich konnte es schmecken schon dann. Aber echt nicht lecker. Krass, wie viel du davon essen kannst. Wir checken den Beef ab, richtig spannend. LBK haut anders krasse Fakten raus auf einmal. Ja, Spendi, oh mein Gott. Dein engster Freund, warte, du musst kurz auf Pause. Ja, Mann, Bürgerpause. So, aber jetzt erstmal den Glitterdrink. Von Art Attack. Limitierte Edition. Sansu, Digga. Was ist das? Ein Glitterdrink. Schau's mal an, Tati. Das ist crazy. Oh mein Gott! Es funkelt wie Diamanten! Warte, gib Chat. Chat.
Schau mal, gibst du mal Tati? Schau mal rein, Tati! Das scheint ernst unnatürlich aus, oder? Wirklich einwand drüber. Tati, schau mal rein. Wie so ein Shampoo oder sowas. Habt ihr das getrunken? Ja, ich hab's ja gekocht und getrunken. Mein Gott, heftig künstlich. Alter. Boah, ja, man kann schon trinken. Das schaut doch schon ekelhaft aus, wenn man es einschüttet, oder? Es schaut halt mega geil aus vom Aussehen. Vom Aussehen ist es echt Platz 1. Das wäre so ein Ding, mal so eine Disco, Alter. Wenn es noch so, wenn es noch so glitzern will, also so. Ich will auch mal sehen. Schaut schon mal krass aus. Mmh. Oh, was ist denn das? Pfirsichstücke. Pfirsich? Ja, das ist eigentlich Pfirsichgeschmack. Doch, es kommt schon hin. Also ich krieg das Gefühl nicht los, dass ich Farbe trinke oder sowas. Ja, ich hab's nicht mehr rausbekommen. Also ich weiß nicht, ob mein Gehirn halt automatisch sagt, okay, zu das ist krass, ja. Und dann, ja, oder als ob es halt echt vom Geschmack nicht so geil ist. Das ist voll die Kopfsache, das ist man. Wenn man da schon mal rein. Was hast du gegeben, 1 bis 10, was würdest du dem geben? 2. Okay, krass. Nee, ich finde 4. Also Optik ist echt krass, Mann. Optik ist ja echt auf Platz 1. Wenn du reinschaust, dann ist echt geil. Irgendwie zu säuerlich da. Aber Geschmack kommt schon viel. Das ist so eine eiskalte Cola. Wie sieht aus? An Shot Eis haben wir mal bekommen. Danke euch an Shot Eis, Mann. Wir probieren jetzt dieses Teil. Es hat sich leider nicht gefroren, aber kommt noch. Wir probieren jetzt den Shot. Joe hat ein bisschen Bock auf Alkohol. Ist es stark? Stark. Nee. Es ist süß. Es ist wie so ein Likör. Schmeckt gut. Ich glaube, gefroren schmeckt es auch echt richtig geil. Ja, gefroren. Aber es ist nicht kalt. Ja, eiskalt ist schon, aber... Was sagst du jetzt bis 10? Weil gibt also als flüssig ist es halt echt nur so ein schlechter Schnaps, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, die Frauen sind ganz geil, wenn du so ein ganzes Blut ist richtig geil, Mann. Glaube ich schon. Muss ich echt nicht jemals mit nach Hause, dann probier ich es mal eiskalt. Show, das war's von uns heute. Tati is back direkt. Hat der Popcorn zerstört und getestet. Und sogar dieses eine, das habt ihr, glaube ich, nicht im Video jetzt gesehen. Wir hatten ja mal alle Popcorn getestet vor ein paar Tagen. Und Cheddar Cheese war voll eklig beim ersten Mal. Aber jetzt dann beim zweiten Mal irgendwie mit Zauberhand von Tati hat es auf einmal richtig geil geschmeckt. Und blaues Zeug hat auch direkt probiert, so muss sein. Ja, schön, dass er wieder am Start war. Mal schauen, wie oft das aber passieren wird. Nur Nico haben wir jetzt länger nicht mehr gesehen, der kann auch mal gerne wieder vorbeischauen. Ansonsten war es das von uns. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin, DFI, Cashflow generieren, CS Business und ciao.